Spricht man heutzutage über Fortnite, ist in der Regel das Battle Royale-Phänomen gemeint. Aber eigentlich startete Fortnite im Juli 2017 als Bau-Action-Spiel mit starken Survival- und Tower-Defense-Elementen in den nicht klar gekennzeichneten Early Access. Der Modus war beliebt und sorgte für 1 Million Verkäufe in einem Monat. Doch der kostenlos spielbare Battle Royale-Modus und der große Erfolg davon änderten alles. So stellte Entwickler Epic Games das MOBA Paragon komplett ein, um mehr Personal zur Verfügung zu haben, und der ursprüngliche Modus wurde erst einmal links liegen gelassen. In der comichaft bunten Welt von Fortnite Rettet die Welt, wie dieser ursprüngliche Modus nun heißt, sorgt ein violetter Sturm für Ungemach und lässt zombieähnliche Hüllen die Welt überrennen. Im Laufe einer Questreihe durch mehrere Gebiete soll man herausfinden, was die Ursache ist und die Hüllen sowie den Sturm zurückdrängen. Dazu baut man zunächst einen zentralen Brückenkopf auf, erfüllt im Umkreis der Region diverse, sich wiederholende Aufgaben und baut immer wieder die Basis aus, um sie danach zu verteidigen. Dabei gewinnt man an Stärke, schaltet Fähigkeiten frei, erforscht Verbesserungen, erhält Waffen, Anhänger, Überlebende und Pläne und verläuft sich im Menüdschungel. Die Missionen folgen einem simplen Strickmuster, das gelungen ist, sich jedoch etwas zu stark wiederholt. Entweder alleine oder kooperativ im Team mit bis zu 4 Spielern geht es darum, ein bestimmtes Objekt auf der Karte zu finden und es zu verteidigen. Die aus der Verfolgerperspektive gesteuerten Charaktere können mit der Spitzhacke nahezu alles abbauen und so die Grundressourcen Holz, Stein und Metall sammeln, mit denen sich im Baukastenprinzip Wände, Bodenflächen, Decken, Treppen und halbhohe Brüstungen bauen lassen. Neben diesen Grundressourcen findet man beim Abbauen und beim Plündern von Kisten haufenweise Crafting-Ressourcen, die für die Herstellung von Waffen und Fallen nötig sind. Während der Erkundungs- und Sammeltour stößt man auf schlafende oder umherstreifende Hüllen, Bauherausforderungen, zu rettende Überlebende und andere Mini-Events. Hat man das zu verteidigende Ziel ausgemacht, gilt es, eine schützende Festung zu errichten. Dabei geht das Bauen nach kurzer Eingewöhnungszeit überraschend einfach von der Hand. Nur die Modifikation von bestehenden Bauelementen mit Türen oder Fenstern frisst etwas mehr Zeit. Es lassen sich problemlos mehrstöckige Bauten errichten, die im Anschluss mit Fallen versehen werden können. Ist das Bauwerk fertig, kann die Angriffswelle gestartet werden. Kleine Zombies, fettleibige Hüllen, Fliegeviecher, Zermalmer, Minibosse und Co. müssen von den Fallen und mit Waffeneinsatz aufgehalten werden. Waffen gibt es reichlich und je nach Typ und Seltenheitsstufe mit mal mehr oder mal weniger Wumms plus Zusatzeffekt. Das Waffenverhalten ist actionlastig und die aufploppenden Schadenszahlen erinnern an Borderlands. Waffen verlieren durch den Einsatz an Haltbarkeit und müssen neu hergestellt werden, sofern man über die Blaupause und die Materialien verfügt. Sind alle anstürmenden Hüllen erledigt, gibt es Beutebelohnungen je nach Effektivität in den Bereichen Bauen, Kampf und Crafting. In den meisten Missionen muss ein bestimmtes Objekt verteidigt werden und daher wiederholt sich die ganze Chose ziemlich häufig, vor allem die stetigen Verteidigungen der Hauptbasis. Mehr Abwechslung würde Fortnite in diesem Bereich gut tun. Zwischen den Missionen darf man sich im Menüdschungel verlieren und seinen Charakter verbessern, Forschung betreiben, Gegenstände auseinandernehmen, Überlebende in Trupps für Kampfboni stecken, Leute auf Missionen schicken und so weiter. Den Management-Elementen fehlt es jedoch deutlich an Struktur, Übersicht und vor allem Tutorials. Soweit zum Rette-die-Welt-Modus, der seit dem Battle-Royale-Start immerhin mit der Horden-Herausforderung, mehreren Event-Quests und einigen Verbesserungen bedacht wurde. Das eigentliche Phänomen von Fortnite ist allerdings Battle Royale und der ist ein eigenständiger Free-to-Play-Spielmodus, völlig losgelöst von Rette die Welt. Im Prinzip sind bei Battle Royale vor dem Matchbeginn alle Mitspieler gleich stark. Sie unterscheiden sich nur optisch voneinander. An einem royalen Spieler-gegen-Spieler-Turnier nimmt man alleine im Zweierteam oder im Squad mit maximal 4 Spielern teil. Zudem gibt es einen weiteren Spielmodus, bei dem 50 gegen 50 Spieler kämpfen. Im Gegensatz zu PUBG kann Fortnite dabei nicht aus der Ego-Perspektive gespielt werden. Und mehr als eine Karte, die Epic Games mit den letzten Saisons leicht angepasst hat, gibt es nicht. Ansonsten läuft alles wie gewohnt. Man springt unbewaffnet per Fallschirm oder Gleiter aus dem fliegenden Schlachtbus und landet irgendwo auf der Karte. Entweder mitten im Getümmel oder an abgelegenen Abschnitten. Nach der Landung begibt man sich auf Waffensuche, die es in unterschiedlichen Formen und Farben gibt. Und natürlich jagt man stets besserer Beute hinterher.
Neben Schrotflinten, Pistolen, Maschinengewehren und Co. gibt es Granaten, Haftminen und anderes Zeug, allesamt mit limitierter Munition. Sobald die Gefechte entbrennen, zeigen sich aber die großen Unterschiede zu PUBG. Abgesehen davon, dass das ganze Geschehen comichaft überzeichnet und damit hochgradig actionlastig ist, werden bei Beschuss sofort Wände hochgezogen, um kurzzeitig Schutz zu haben, sich zurückzuziehen oder zum Gegenangriff auszuholen. Auch bei der Flucht oder bei Frontalangriffen lassen sich jederzeit Barrieren, Rampen oder Wände errichten, die Gegner allerdings zerstören können. Das Einreißen eines feindlichen Forts mit schweren Waffen und die Beobachtung eines herunterstürzenden Gegners sind bisweilen schon sehr genugtuend. Blöd nur, dass das Bauen als zentrales Element im Vorfeld so gar nicht erklärt wird. Das Tempo der Kämpfe ist trotz der Baumöglichkeiten höher als bei PUBG und trotzdem sind die Schusswechsel nicht so intensiv und nicht ganz so spannend. Bei PlayerUnknown's Battlegrounds fiebert man aufgrund des realistischeren Settings eher mit dem eigenen Charakter mit. Klar machten die Gefechte Spaß und waren kurzweilig, aber richtig fesseln wollten sie nicht, was zum Beispiel am nervigen Bunnyhopping liegt, das bei Kämpfen im näheren Umfeld ausbricht. Nur zum Ende einer Runde, wenn das Teilnehmerfeld einstellig wird, nimmt die Intensität deutlich zu. Die Baumöglichkeiten machen den Unterschied, da sie zugleich die Geländegegebenheiten egalisieren. Schließlich kann man sich aus jedem Tal einen eigenen Weg bahnen. Alles ist wesentlich rasanter als bei PUBG. Dennoch könnte die Karte etwas mehr Interaktivität und Überraschungen bieten. Mit den Rissen im Raum und Zeitkontinuum hat Epic in Season 5 angedeutet, dass mehr möglich ist. Mehr Fahrzeuge und vielleicht eine weitere Karte wären ebenfalls nicht verkehrt. Dafür profitiert Fortnite Battle Royale massiv von wöchentlichen Updates, die Spielmodi-Varianten, Seasons, neue Waffen, Sammelzeug und so weiter umfassen. So wird das Spiel lebendig gehalten und zwar in einem Tempo, von dem die Konkurrenz nur träumen kann.